Postkomitz. Hör auf, Arafat anzurufen. Das sage ich dir. Hör auf, Arafat anzurufen. Arafat hat genug Probleme, hat genug zu tun. Er will mit dir nichts zu tun haben. Wenn du nicht mit mir arbeitest, ja, dass wir mit dieser Fitness-Sache, dann erfinde ich Sachen und werde sie im Netz. Weil wir die ganze Zeit, Frankie, weil wir die ganze Zeit leise sind. Denkst du, wir sind schwach? Weil wir nie was sagen dazu. Der greift uns an, der redet über uns. Denk doch mal ein bisschen nach. Denk doch mal ein bisschen nach. Weil wir nie was sagen. Fängst du an, du redest über uns einmal, zweimal, zehnmal. Bis wann? Wallach, wir wissen Sachen über dich. Wallach, die weißt du selber nicht. Leb dein Leben und lass uns in Ruhe. Ich sage dir das wirklich im Guten. Leb dein Leben, geh deinen Weg. Ich gebe dir noch einen guten Rat. Hör auf mit dem Waffenhandel. Und das war's, Frankie. Okay? Willst dich hier alles gut stellen? Verstehst du, was ich meine? Ich wünsche dir alles Gute. Und lösch meine Nummer auch. Ich hab dich blockiert. Ich will mit dir nie wieder was zu tun haben. Das war's, Leute. Das ist die ganze Geschichte, warum Frankie das macht, was er heute macht. Das schwöre ich euch. Ich habe eine Frage. Ja. Meinst du, Coach Frankie? Ja. Was er verkauft, die Waffen. Ja. Meinst du, er unterstützt Israel? Bruder, das weiß ich nicht. Ich sag nur, was ich weiß. Ich erfinde keine Sachen, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe ein Handtuch. Holland, ganz kurz. Ich habe heute gesehen, dass Frankie irgendwas gesehen hat. Ja, guck, schau zu. Warte, lass mich kurz ausreden. Nein, lass mal kurz. Er hat irgendwas gesagt im Internet. Arafat hat mich gestern und vorgestern angerufen. Bei Allah, ich sage dir, bei Allah. Er hat mich gestern und vorgestern, er sagt, dieser Coach Frankie, er sagt zu Arafat am Telefon, wenn du nicht mit mir arbeitest, bei der Fitness-Sache, werde ich gegen euch im Netz schießen. Also dieser Coach Frankie denkt, er kann Arafat erpressen. Verstehst du? Er kann mich erpressen. Ja, mir Frankie, lass uns doch in Ruhe. Geh doch, mach doch. Er hat gesagt, rede, was du willst, interessiert mich nicht. Die Leute erfinden doch sowieso hier Sachen. Verstehst du, was ich meine? Die erfinden Sachen, damit sie Zuschauer haben wollen. Das weiß doch auch jeder. Aber wir halten immer und letztes Mal hat Arafat gesagt, nein, es gibt nicht. Die Polizei war bei Frankie und hat in die Tür eingedrängt. Das ist alles Lüge. Weil wo ich ihm gesagt habe, zeig mir die Tür, hat er keine Tür gezeigt. Und guck mal, halt dich jetzt fest. Ich schwöre bei Allah, ich habe eine Aufnahme. Ja, weil guck mal, ich muss mich schützen. Verstehst du, was ich meine? Vor so einen Leuten wie Frankie muss ich mich schützen. Ich muss mich schützen, Bruder. Alles, was ich mache, ich schütze mich. Er ruft mich an, er sagt mir, er hat eine Lieferung Waffen bekommen, Bruder. Er ruft mich am Telefon an, er sagt mir, er hat eine Lieferung Waffen. Ich dachte, ich spinne. Sag, was macht der Typ? Sag, Frankie, ich habe mit sowas nichts zu tun, willst du mich verarschen? Bruder, schnelles Geld und Blied. Ich will kein schnelles Geld. Ich wusste schon. Ich habe mit dieser Welt nie nichts mehr zu tun. Ich wusste schon von Anfang an, dass das ein falscher ist. Wallah. Bruder, Zuhälter. Bruder, das weiß ich alles. Ich schwöre dir bei Allah, sage ich dir. Es schreiben mir kleine Mädchen, die wollen ihn bloßstellen, die er verarscht, von denen er Geld nimmt, ja? Sich Wallah, privat mit denen trifft. Wallah, mein Herz brennt, ich schwöre auf Koran. Bei Allah. Mein Herz brennt. Weißt du, was ich diesem kleinen Mädchen gesagt habe? Geh zur Polizei. Zeig den an. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Verstehst du? Ich bin weder Richter, noch Staatsanwalt, noch Polizei. Ich will nur in Ruhe lassen. Ich komme hier in mein Live. Ich komme mit dir. Ich lache mit dir, Bruder. Ich lache mit Barella. Ich unterhalte mich mit meiner Community. Bruder, mehr will ich doch nicht. Ich will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ich hab neun Handtuch, Yasha, ne? Guck mal. Weißt du, was man mit dem Handtuch machen kann? Yasha.
Das ist ein Handtuch, ja, was denn? Zeig es mir, guck mal. Guck mal, Jascha, warte. Das ist dieser Handtuch, ne? Das ist ein Handtuch. Guck mal, Jascha. Guck mal, was man mit dem Handtuch machen kann. Hier, damit kann man sich schön hier sauber machen mit dem Handtuch. Das kann man hier schön sauber machen. Valenda. Hier. Guck mal, das kann man ganz sauber machen. Holländer, pack das mal bitte weg. Das gehört jetzt hier nicht hin, Bruder, alles gut. Frankie ist nicht gut. Das ist ein Handtuch, damit kann man schön hier sauber machen. Okay, guck mal, ich rede gerade über ein Thema, ich küsse dein Herz. Holländer, ich küsse doch dein Herz. Hör bitte auf damit. Das ist das, was ich sagen wollte, Leute. Dieser Frankie, er spielt ein falsches Spiel. Ich habe ihn vom ersten Tag, wo er mich angerufen, habe ich diesen Menschen durchschaut. Holländer, pack das doch mal bitte weg. Holländer! Ich mach nur kurz was sauber. Da, ja. Was macht er da gerade? Leute, was ich euch damit sagen will, dieser Coach Frankie ruft mich jeden Tag mehrere Male an. Ich habe ihn auch zwei, dreimal blockiert. Ich habe ihn gestern war das? Leute, ich will jetzt nicht lügen, gestern Nachmittag war das, habe ich mit ihm telefoniert. Leute, ihr müsst Leute, ihr müsst Leute, ihr müsst Leute, ihr müsst Leute Ganz einfaches Ding. Das kannst du machen, aber nicht mit mir. Aber Leute, hört zu. Ich habe weder über ihn geredet, noch habe ich ihn schlecht gemacht. Alles, was ich mit ihm geredet habe, war im Live. Ich habe ihm gesagt, er solle damit aufhören. Leute, ich will euch was erzählen. Wir wissen sehr viel über jeden. Aber wir würden das nicht erzählen. Aber was hier Frankie versucht zu tun, damit er hier irgendwelche Reichweite kriegt, auf anderen, ja, Leute, hallo, ich sage offen und ehrlich, ich habe sehr viel Probleme in meinem Leben gehabt. Ich habe nie gesagt, ich bin ein Engel. Nein, ich bin kein Engel. Ich habe sehr viel Scheiße gebaut. Und ich kann euch nicht erzählen, wie viel Scheiße ich gebaut habe. Aber ich habe einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, Schluss. Und jetzt kommt ein Coach Frankie, ruft mich an. Bruder, das ist Hamburg. Deswegen, versteht, was er gesagt hat. Hamburg und hier, und hat eine Lieferung von Knarren bekommen, Handgranaten und... Leute, ich schwöre es euch, ich habe einen Schock bekommen. Wisst ihr, was ein Schock? Ich habe einen Schock bekommen. Was labert dieser? Sag, Frankie, gut, hast du das alles bekommen? Ja. Nimm deine Handgranaten, nimm deine Knarren, verkauf die selber, aber lass mich in Ruhe. Versteht ihr, Leute? Er soll das machen, aber er soll weit weg von mir bleiben, weit weg von mir. Auch noch kalt, ne? Und jetzt, Frankie, ich sage dir, ich gebe dir mein Wort. Ich werde dich nie wieder erwähnen, nie wieder mit dir zu tun haben. Mit falschen Menschen will ich auch nichts mehr zu tun haben. Ja? Das war's. Leb dein Leben, verkauf deine Knarren woanders, deine Handgranaten, aber ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich habe dich noch nie in meinem Leben live gesehen. Außer das eine einzige Mal, ich habe ihn nie gesehen. Er war einmal bei Papa Ari,
hat da auch, wollte eine Knarre ziehen, ja, und hat eine Knarre gezogen, und dann hat ihn Arafat gesagt, steck die Knarre weg und verzieh dich hier. Und die Geschichte ist wahr. Arafat wollte ihn nur in Schutz nehmen, damit die Bullen bei ihm nicht einreiten. Er hat Angst vor den Bullen. Kann über andere irgendwelche Lügen erzählen, aber wenn es um ihn geht, kriegt das Flattern. Nein, guck mal, ich sag's nochmal. Und vor jedem werde ich das sagen. Du bist ein Waffenhändler, ein Zuhälter und du trägst immer mit dir eine Knarre. Immer. Aber gut. Das war's, Leute. Ich rede nicht mehr über ihn. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Boss Deluxe, subscribe. Boss Deluxe, subscribe.